Howdy, ihr kleinen McGill Seconds. Wir spielen heute gemeinsam Prison Brawl. Das soll so viel heißen wie Howdy, Freunde. Wir spielen heute gemeinsam Prison Brawl. Und ich bin Buggy der Clown. Und Buggy der Clown hat einen Knüppel. Ich bin nämlich so ein Rodeo-Schlichtungsclown. So ein Knast-Rodeo-Schlichtungsclown. Prison Brawl. Gab es mal umsonst, da habe ich es runtergeladen. Jetzt mittlerweile kostet das Ganze 2 Euro und ja. Link in der Beschreibung. Wir spielen Buggy. Der Rodeo-Clown. Kann ich hier sowas mitnehmen? Kann ich das werfen? Oh, hier kann ich Zeitlupe sogar machen. Alter, ich kann in die Rage-Modus Slow-Motion gehen mit meiner Latte hier. Was zur Hölle? Ein Männerhaufen! Männerlattenhaufen! Ganz fieser Männerlattenhaufen. Ich will mir mal das hier drüben nehmen. So, hier, zack. Oh, wow, 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 was ist das? Propangas! Oh mein Gott, die Dinger drehen durch. Die Dinger gehen hier gerade richtig hart steil. Ich habe keine Ahnung, was ist der Sinn davon? Buggy! Habt ihr es gerade gesehen? Der wollte mich tängeln. Open the door. Vielleicht muss ich einfach hier raus. Vielleicht muss ich einfach hier fliehen. So, hier, open the door. Zack. Und da muss ich wahrscheinlich jemanden reinwerfen. So, hier, du kleiner Typ, du. Komm mal her. Na, was sind denn das hier für Moves? Der will's wissen. Also, der will's wissen. So, ich muss 10 Leute hier wieder reinsperren. So, rein mit dir, zack. Jetzt schnell, close, bevor er fliehen kann. Nein. Aha. Was? Der war doch schon drin. Komm mal her, du. So. Nein. Nein, na. Junge. Was? Lass meinen Hut. So, rein mit dir. Ich sagte rein mit dir. Jetzt klopp ich den hier nochmal um. Nein. Alter, ist gar nicht so leicht, diese windigen Gefangenen hier. So, jetzt. Ja, ich hab einen. Ich hab einen. Ich brauch den nächsten. Hab ich hier irgendwo Waffen? Ich brauch irgendwas Gutes. Was mit dir da? Du hältst dich wohl raus, hä? Kleiner Pazifist. Ist nicht. Pazifist sein ist nicht. Wie können die Dinger noch explodieren? Praktisch gesehen haben die doch gar nichts mehr. Guck mal, wie er sich wehrt. So, du kleiner... Nee, jetzt bleib da mal drin. Ich will das schaffen. Ja! Ja, eingesperrt. Ich bin der beste Gefängniswärter aller Zeiten. Ich mach die schwedische Fassrolle. Das sind Moves. Sucker. Kriegst du niemals hin. Kann mir denn niemand helfen? Bin ich der einzige Gefängniswärter? Naja, rein technisch gesehen bin ich nicht mal Gefängniswärter. Ich bin eigentlich Rodeo-Clown. Rodeo-Schlichtungsclown. Er will ihn befreien. Oh, zwei auf einmal. Zwei auf einmal. Na, nein. Nein. Nein, du. Kleiner Lump. So, jetzt habe ich den einen schon mal weg. Der eine ist schon mal weg. Junge, ich habe einen Knüppel. Ich warne dich. Ich will nicht den Knüppel einsetzen. So, 4. Also wir scheinen spawnen noch immer wieder neue Fässer, die immer wieder schön hier einen Knall machen. Kann ich nicht irgendwas hier mit der Sackkarre? Gib mir mal die Sackkarre. Damit frisiere ich deine Sackhaare. Diese Flips hier, schaut sie euch an. Schock, boom, wop. Wop die du. Ey. Nein! Was ist das für eine Physik? Knastphysik! Willkommen in Texas! Eingeölte Männer! Das ist ein Schniedelhaufen! Das ist eine Knüppelparty! Junge! Geh da rein! Ich will dich doch nur retten! Guck mal, hier sind heftige Explosionen! Er macht die Fötusstellung! Er macht die Fötusstellung! So! Komm! Nein! Nein! Warum? Warum falle ich die ganze Zeit um? Ich habe Schmerzen, Mama. Ich habe Schmerzen. So, jetzt aber hier rein und... Komm, komm. Nein, nicht geduckt. Oh, ich kann hier so ein bisschen Sneaky Pete-mäßig an die Sache rangehen. Guck mal, schleich mich jetzt raus. Bleib schön da drin. Ruhig, Brauner. Ganz ruhig und... Catch. Catch. Was machen die zwei hier? Achtung, schlichten. Ich muss schlichten. Ich muss Frieden in die Sache reinbringen. Frieden. Mit meinem Knüppel.
Polizeigewalt! Polizeigewalt! Was kann ich eigentlich auf B? Kann ich ja Sachen wegwerfen? Simuliere ich da? Simuliere ich da einen Zusammenbruch? Mein Leben! Ich mach den Jesus! Ich mach den Jesus! Wow! Also die Jungs können gut was wegstecken. Die sind echt robust. Die sind... Kleiner! Kleiner! Einen Rodeo-Clown-Deputy im Dienst anzugreifen, hier in Texas, Giftspritze, Todesstrafe, absolute Todesstrafe. Ich habe sehr, sehr schwache Beine. Kann ich auch irgendwas anderes? Habe ich irgendeinen Special Move? Das ist jetzt wieder diese Zeitlupe. Zack! Schaut euch diesen schönen Haken an, den ich mit dem Ellenbogen machen kann. Ich glaube, wenn ich die hier so in der Zelle drin habe, müsste ich einfach nur die Zeitlupe anmachen. Was ist denn das für ein Typ? Was haben die dir ins Müsli reingerührt? Ich sagte, im Knast sollen wir keine Haferflocken mehr servieren. Das macht die Sträflinge zu stark. Wir brauchen eher so willensbrechende Nahrung. Irgendwas, was den Willen bricht. Koreanischen Reis. Kim Jong-un setzt koreanischen Reis ein. Funktioniert ganz gut. Okay, hier oben ist die Slow-Mo. Habe ich dafür eine Anzeige? Ja, hier unten. Hier unten ist die Anzeige. Komm mit, Johnny! Komm mit! Ich habe für dich koreanischen Sklavenreis. Das wird deine Kräfte eindämmen. Zwei auf einmal? Krieg ich's hin? Die große Herausforderung, zwei auf einmal? Es scheint so, wenn... Ey! Wenn die gegen irgendwas rennen... Okay. Wenn die gegen irgendwas rennen, dann fallen die direkt in Ohnmacht. Also die sind echt... Das ist richtig ölig hier. Das ist sehr, sehr ölig. Warum wollen die hier gegen's Fass, ha? Warum wollen die... Okay. 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 Der ist richtig ölig. Der Mann ist ölig. Wahrscheinlich bin ich ja gar nicht in Texas. Griechenland. Griechengefängnis. So viel Öl wie hier ist. Irgend so ein Typ schmeißt immer wieder hier so eine Tonne Öl rein. Für die Jungs. Guck, wie ich den Wirbel. Hui! Hui! Yay! Komm mit, ja. Wir fliegen. Haare ziehen ist nicht. Wir haben gesagt, ohne treten. Oh, er macht hier die Fötusstellung und ich wirbel ihn hier. Komm, komm's damit. Rodeo Clown. Und zack, McZagan. Ist er drin, der Dude. Ja, die Tanks sind eigentlich am besten. Die Tanks sind wirklich mit Abstand am besten. Habe ich irgendeine coole Waffe hier noch? Kann ich nicht so eine Flasche hier nehmen? Die Flasche zerdappen und jemanden abstechen? Wep! Vorsicht! Hey! Was hat er vor? Krasse Moves! Alles klar, Junge. Alles klar. Schau das hier. Zack. Ninja. Kann ich eigentlich einen Sprungkick? Sprungkick! So. Ey. Es geht in den Knast. Okay. 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 Ihr wolltet mich herausfordern. Dann mache ich jetzt hier. Zack. Triple Explosion. Oder keine Triple Explosion. Warum explodierst du nicht? Irgendwie will hier gerade gar nichts explodieren. Und ich falle immer wieder hin. Vielleicht brauche ich hier so einen Sträfling, den ich da reindüdeln muss. Anscheinend Sträflinge entfachen hier die Tanks. Ein sehr, sehr männliches Ballett. Komm mal mit. Und der andere geht direkt hier drauf. Wow, Moment, mit einem Knüppel. Illegales Knüppeln. Okay, ich will jetzt den letzten hier einsperren. Ich will dich einsperren. Junge. So, ich hab ihn. Der ist ganz besonders kräftig.
Was soll das? Was soll das nur? Was spiele ich immer für Spiele? Yes! Nice! Hat es nur ein Level hier? Es hat nur ein Level. Aber man kann es wohl ganz, ganz schnell machen. Wenn man will, kann man hier in diesem schwitzigen Männerhaufen ganz schnell für Ordnung sorgen. Guck mal hier. Es ist aber nicht so leicht, ne? Die sind halt so ölig und so schmierig. Der ganze Boden hier. Der ganze Boden hier wurde mit Butter eingerieben, die. So. Vierte Stellung. Bleib drin. Zwei auf einmal. Zwei auf einmal. Guck mal hier. Burning Man. Ich kann auf den Tank hier crabben. Nehm gleich hier so eine ganze Bande mit. Ja, Prison Brawl heißt das Ganze. Prison Brawl 2. Vielleicht gibt es auch einen ersten Teil, ich weiß es nicht. Ich glaube, eine Runde Prison Brawl reicht. Nie wieder Prison Brawl. Obwohl, es ist echt witzig. Es ist schon witzig. Wie gesagt, ich habe das Spiel runtergeladen, da war es umsonst. Jetzt mittlerweile $2. $2 für so ein bisschen Prison Brawlen. Also kann man schon machen. Vielleicht kommt hier irgendwann mehr. Vielleicht machen die irgendwann... Ey! Vielleicht machen die irgendwann Content-Update. Wer auf eingeölte Knastbrüder steht, der ist auf jeden Fall hier gut bedient. Dann ist es genau dein Spiel, wenn du dich am Boden gerne raufst. Rangeln, also wer auf Rangeln steht, bist hier genau richtig. Das hier ist eine richtige Rangelsimulation. Es gibt auch Latten und Explosionen, ist doch alles drin. Einige davon versuchen sich unparteiisch an den Rand zu stellen, ist aber nicht. Perfekt, oder? Perfekt! Ich würde ganz gerne mal mit einer Explosion ein paar hier in den Laden reinschießen. Also ich wette, ich könnte voll den krassen Rekord machen, wenn ich wollte. Wenn ich wollte, wäre ich super gut. Aber das müsst ihr selbst ausprobieren. Ich habe genügend Prison Brawl Erfahrung jetzt gesammelt hier. Buggy, der Knastclown. Wenn die Wärter Feierabend haben, dann treiben wir sowas hier in Texas. Ja. Bewertung nicht vergessen. Wenn ihr mehr blöde, schwachsinnige Videos sehen wollt, mit blöden, schwachsinnigen Blödelspielen. Wie immer, danke fürs Zusehen. Immer schön rumblödeln. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Rodeo-Clowns. Ey, wie er sich gleich auf mich draufstürzt. Was habe ich dir getan? Ich versuche dich doch nur in so eine angenehme kleine Zelle zu sperren. Ja, hier. Für deine eigene Sicherheit. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ihr Nipples. Und tschüss. Gott. So viele eingehüllte Männer. Aber jetzt komm schon. Auf Wiedersehen. Immer schön ölig bleiben.